Die nächsten beiden Paare schwingen sich schon ein für ihre gemeinsame Choreografie. Hubert Neubauer und Katrin Menzinger haben mit Melanie Binder und Danilo Cambisi trainiert. Und das Schöne an so einem gemeinsamen Training ist ja, man lernt sich endlich einmal ein bisschen näher kennen. Na ja, Zeit wird's ja. Wir sind ein Team im Doppeltanz und das macht mir sehr viel Spaß. Ja, mir auch. Bin überrascht, wie gut du tanzt. Ich bin überrascht, dass du doch ein bisschen netter bist, wie alle gesagt haben. Genau, jetzt tut's ja mal helfen. Ja. Nein, ich verstehe uns gut, gell? Wieso was haben wir eigentlich die Likes? Wie ist das so wichtig? Habe ich. Was? Strafe. Du hörst dein Haar mit der Jene. Wir sind eine lustige Gruppe, ja. Macht riesen Spaß. Und ehrgeizig sind wir auch miteinander. Mhm. Jetzt ist noch eine Tanzpassage mit den Profis und dann ist eine Tanzpassage ohne den Profis. Das heißt. Wir wollten unbedingt, dass Upo und Melanie miteinander an ein Stückchen der Choreografie tanzen. Und ich muss sagen, das war wirklich sehr lustig. Backward please. Jitterbug sind richtig schnelle Schritte. Ja. Und da sieht man ja einfach auch, dass jeder diese gleichen Probleme hat. So, und dann messen wir. Nochmal. Ja. Ja. Rückplatz, Kick, Kick. Rückplatz, Kick und Kick und Rückplatz, Kick und Twist, Twist. Rückplatz, Kick, nochmal. Weiter. Dabei man denkt, wie kommst jetzt du da her? Rückplatz, Kick, Kick, Rückplatz, Kick. Wenn du nicht sofort aufhörst zum Lachen. Wir haben uns königlich amüsiert über die beiden, natürlich. Die sind auch sehr lustig zusammen. Rückplatz, Twist und Kick und Rückplatz. Es war bewusst so, dass die Profis was zu lachen haben. Darum haben wir uns so angestellt. Wir könnten es auch anders, wenn wir wollen würden. Ja. Jetzt lass er das raus. War das die richtige Entscheidung, Danilo? Ja, ja, ja. I'm not sure. Das war alles beabsichtigt. Die müssen ja sehen, dass sie einen Job gut machen. Promis, echt. Was wir eigentlich sagen wollen, wir können richtig gut tanzen. K02, Hubert Neubauer und Katrin Menzinger und K09, Melanie Binder und Danilo Cambisi tanzen einen Jitterbug. Hallo, Opo. Und Opo, kannst du Sternen sehen? Ja. Also, ich brauche ein Sauerstoffzelt. Hallo. Ist fein. Ja, endlich kommt ihr mal zu Kuschlereien da, hier bei Dancing Stars. Ja, seid ihr mit? Ach, jetzt kannst du.
Ich finde, habt ihr das beobachtet? Ich finde, der Hupo macht dem Erik Konkurrenz in Sachen Mundakrobatik beim Tanzen inzwischen. Wer hat sich denn durchgesetzt bei der Choreografie eigentlich? Na, wir haben uns ja gut harmoniert alle miteinander. Da fragen wir mal die Jury, ob das ja so ist, oder? Fangen wir euch mal durch. Thomas, ist das gemütlich also, dabei? Ich habe mir genauso Jitterbug vorgestellt oder habe das so gesehen in verschiedenen Darbietungen. Das ist perfekt gewesen. Das war richtig so, wie man Jitterbug sich eben denkt, dass der in den sogenannten War Dances, also das war so in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Genauso. Nicole. Ich fand's einfach crazy. Das war genauso, wie ein Jitterbug sein muss. Das hatte Speed, Akrobatik, ihr hattet Spaß miteinander, es war super getanzt. Und ich muss sagen, die Kondition war auch ganz toll. Also, es hätte nicht besser sein können. Echt saugeil. Wirklich. Ja, da stellt auch den Ballerst die Haare auf. Dir hat's auch gefallen, oder? Natürlich, was hast du gefragt? Ich habe gesagt, dass die vor lauter Begeisterung bestimmt die Haare zu Berge stehen. Sag ich welche? Bei uns gibt es nur Hügel. Ich komme vom Flachland. Aber liegt ja auch flach. So, wenn man einen gut versteht. Könnt ihr euch gut festhalten oder sitzt gut, liegt gut, alles im grünen Bereich. Ja, die Einzelleistungen und Einzeldarbietungen fand ich besser vielleicht an der vorigen Choreografie. Die Gesamtchoreografie war nicht so anspruchsvoll gestaltet. Es waren sehr spektakuläre Figuren drin, wie zum Beispiel zum Schluss der große Flieger, der fast eine halbe Stunde lang gedauert hat. Aber reden wir von positiven Dingen. Und da muss ich, nicht weil du da neben ihr liegst und wir miteinander verwandt sein, ich fand deine Gesichtsausdrücke so entzückend. So. Ist zum Fressen. Ja, so gut. Also. Ja. Gut, Hannes. Was mir sehr gut gefallen hat, ihr habt es gleichzeitig begonnen. Teilweise wusste man gar nicht, wer ist Profi und wer ist Promi. Das war an sich schön zu sehen. Das ist ja Ihr habt leider den Schluss verabsäumt. Könnte man den nochmal sehen? Den Schluss, den Rea? Ja. Selbstverständlich. Natürlich. Was würde das Publikum dazu sagen? Warum hast du den Schluss verpasst eigentlich? Was ist mit dir los? Eingeschlafen? Let's go to rehab. Oh, baby. 1, 2, 3, springen. Springen! Füße! Füße! In diesem Sinne, das war der zweite Jitterbug in der Dancing Stars Geschichte. Ich glaube, ihr könnt zufrieden sein. Abmarsch! Ja, die nächste Sendung wird liegend moderiert, das habe ich ab jetzt beschlossen. Der Hannes darf sich gerne dazulegen und Sie können gerne anrufen und diesen zwei Paaren ihre Punkte geben. Für Hubert und Katrin bleibt es die Endnummer 02 und für Melanie und Danilo ist es die Endnummer 09. Herrlich! Warte, ich stehe natürlich auf. Ich stehe auf, nein, ich stehe auf. Bitte sehr, wer kriegt's? Setz dich nieder, Hupo, nimm das. Nimm das Ding. Ich habe jetzt da. Also im Liegen moderieren, das hat auch was. Übrigens, Miri, du hast natürlich völlig recht gehabt. Es sind mindestens 90 Schnelldurchläufe. Ich teppich. Also, jetzt aber zu euch. Ja. Hupo. Ja? Das wäre was. Also, die Viererpartie, die tut euch allen gut. Es ist auch da zu spüren, da kommt eine Energie, die Spaß macht, oder? Vollkommen richtig, nicht? Ich bin sozusagen. Das könnten ja alles meine Kinder sein. Und da blühe ich richtig auf. Nicht? Von innen her, jung. Ja, ja, du hast ein bisschen getanzt wie der Vater. Nein, aber es war großartig. Und ich weiß schon, warum der Hannes, nein, ich habe ja mein eigenes Mikrofon, warum der Hannes diese letzte Figur noch mal sehen wollte. Eine tolle Demonstration der Flieger, praktisch eine Sprinkleranlage zur gleichmäßigen Verteilung von Tänzern. Und das ist gar nicht so einfach, das ist anstrengend, oder? Nein, eigentlich nicht. Gell? Das haben wir ein bisschen gespielt. Damit wir die Jury. Nein, sie ist schon. Es geht schon gescheit in die Arme. Bitte? Ich sage, es geht schon gescheit in die Arme.
Das Erste ist, dass du schon blau bist. Du kommst dorthin zu der Rolle. Blau? Und also blau hast. Die blauen Flecken meinst du? Na, ja, deine Kinder, deine Kinder nicht. Na, blau muss ich erklären. Das heißt, du kriegst keine Luft mehr. Ja. Du bist eigentlich schon völlig. Oder zumindest, ich rede jetzt für mich. Du redest für uns. Und dann kommst du dorthin und weißt, sie hat lang gedauert, aber das war eben der Konditionstest, dass du das durchhalten musst. Und das Brutale ist, normal sagt der Danilo, und langsamer werden. Das war gesagt, gib mir Gas, Gas. Und dann hat es uns rausgehört. Weil normal sollte man sternförmig fliegen. Aber wir sind tropfenförmig. Naja, das passt schon. Es passt schon. Es hat erst schon, als ob der Stern gerissen hat. Jetzt red du mal. Wissen, Klasse. Alles natürlich von dir, aber das reden wir nachher. Bei dieser Choreografie, natürlich, es ist schon andere Energie, wenn ihr da zusammen probt. Jetzt bei der Choreografie, das war bei den anderen, bei der ersten Gruppe auch schon so, jetzt sind da zwei Profis dabei. Gibt es da so Konkurrenz oder gibt es einfach so, mein Gott, da muss ich nachgeben, Kompromisse? Nein. Oder gar nicht. Ein Hochschaukel. Ich muss ehrlich zugeben, ich dachte nicht, dass es so gut funktioniert, weil ich auch nicht. Und ich sind mir sehr, sehr selbstbewusst, was wir haben möchten bei einer Choreografie. Genau. Aber ich habe so gesagt, ich möchte bei diesem Stück der Musik das machen. War ich auch. Und ich hatte genau die gleiche Idee. Also wir sind gekommen mit zwei Choreografieplänen, die waren fast identisch, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Also es war ein super Teamwork. Es gibt schon einen Unterschied, wenn Sie bitte beide in die Kamera schaut. Schaut mal beide in die, da ist die Kamera. Er schwitzt. Dieses. Da ist sie, die Kamera, da ist. Er schwitzt, sie ist komplett, du bist trocken, cool. Ja, gutes Make-up, danke an die Maske. Das ist wieder die Jacke, Klaus, das ist die Jacke. Okay, jetzt die Wertung. Die Wertung für euren Tanz. Chiribi. Hannes. 8. Thomas. Auch 8. Nicole. 10. Wow, das erste Mal. Und Rolasch. 7. Verkehrt, das gilt nicht, das gilt nicht. Ist ein 33 Punkte insgesamt. Gut, cool, 33 Punkte mit einer ungarischen 7, verkehrt noch. Super. Ey, gratuliere. Perfekt.